Willkommen, liebe Zuschauer, zu Spirit Leben mit Stil. Lasst euch vom Geist entflammen. Mit diesem Aufruf hatte das katholische Hilfswerk Kirche in Not im März 2011 zu seinem vierten Kongress Treffpunkt Weltkirche eingeladen. Einer der Höhepunkte war die Glaubenskundgebung unter dem Titel Spirit 2011. Heute zeigen wir Ihnen weitere Ausschnitte aus dem bunten Abendprogramm mit geistlichen Impulsen, bewegenden Glaubenszeugnissen und viel Musik. Moderiert wurde die Veranstaltung von Martin Lohmann. Jetzt haben wir jemanden, der ist Salesianer. Pater Stefan Oster hat als junger Pater jongliert, hat seine Berufung jongliert, hat vielen Leuten Freude gemacht. Aus dem Pater Stefan Oster wurde Dr. Stefan Oster. Dann wurde aus ihm ein Professor. Er ist heute Dogmatikprofessor, Dr. Stefan Oster. Er steht hinter der Bühne und ich weiß nicht, wir haben ihn sehr überreden müssen, dass er seine Jongliernummer nochmal bringt. Er hat gesagt, ach, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen soll. Und er ist etwas schüchtern geworden, so als Theologieprofessor heutzutage, nicht? Muss man ja mit seiner Schüchternheit kämpfen. Er hat auch kein Memorandum dabei. Und er sagte mir eben noch, ich bin einfach sehr gerne katholisch. Aber ich glaube, wir müssen ihm, weil er so schüchtern ist, ein bisschen Mut machen. Nein. Das ist alles ganz anders. Ist das anders? Alles ganz anders. Meine Damen und Herren, da draußen steht so ein Mensch, der sagt, er ist Professor und ich komme zufällig vorbei und ich sage, was, du bist Theologieprofessor, kannst nicht auftreten. Hocken lauter fromme Leute hier, keine Chance. Ne? Also hat er gesagt, er wollte sein Memorandum vorlesen, weil sonst hätte er nichts zu sagen. Habe ich gesagt, um Gottes Willen, kannst nicht, jetzt hat er die Hosen voll und steht draußen und traut sich nicht mehr. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin zufällig da, ne? Mach's halt ich. Ja, ja. Ja, ich habe gesagt, also lustig muss es sein. Ne? Lustig soll es sein. Ich habe mir gedacht, so auf die Schnelle, was machst, was wahnsinnig lustig ist. Ich habe so ein bisschen Konfetti dabei. Ne? Das ist irrsinnig lustig. Wenn so riesige Shows sind, so bei KTV manchmal, wenn sie es richtig krachen lassen, gell, dann fliegt es umeinander und es kommt überall so runter und man hat es dann überall und es ist irgendwie wahnsinnig lustig. Gell. Und, aber, na, ich lasse es drin und, weil ich kann, ihr könnt euch vorstellen, was die Gage bei Kirche in Not ist, ne, geht gegen null, deswegen lasse ich es drin. Wir schmeißen uns das hin und her, ne? Und haben vielleicht eine wahnsinnige Gaudi. Ha? Schau, es funktioniert. Es funktioniert. Na, okay. Der Herr Professor hat gesagt, irgendwie was so Artistisches musst du auch noch machen. Ich jongliere. Ne? Ich jongliere also mit zwei. Ja? Die in der ersten Reihe, die haben einen Riesenspaß. Echt? Also ich jongliere mit zwei. Ne? In meiner besten Zeit habe ich jongliert 5 Kugeln, 4 so Reifen. Dann waren noch 3 Fackeln dabei, ne? Und oben drüber eine rotierende Motorsäge. Ne? Und mir ist langweilig geworden, ich habe nicht mehr gewusst, was machst du mit der anderen Hand. Ne? Und seitdem mache ich 2. Ne? Sehr übersichtlich. Achtung, also 2 Kugeln kann man auf verschiedene Arten jonglieren. Ne? Ja, die meisten machen es links rum. Nein, noch nicht aus, nicht klatschen.
Dann gibt es die anderen, die machen es rechts rum. Ja, nein, ist immer noch nicht aus. Dann gibt es diejenigen, die gelten unter uns Jongleuren als die Blinden, weil die haben völlig ohne System. Hä? Okay. Okay, Zugabe. Ich bin. Also beim Jonglieren ist wichtig, wahnsinnig locker aus dem Oberkörper. Achtung, drei Kugeln auf einen Schlag. Gell? Das wäre das erste Mal, wenn es heute funktioniert hätte. Achtung! Achtung! Yes! Okay, nächste Zugabe. Ein Höhepunkt jagt den anderen. Das ist das Motto des Abends. Achtung, ich zeige euch jetzt die gleiche Nummer rückwärts, okay? Dieselbe. In der anderen Richtung. Achtung. Ah. Okay, dann hat der Theologieprofessor gesagt, so ganz ohne was Frommes kannst du jetzt auch nicht rausgehen. Ne? Nur Blödsinn machen. Okay, und dann hat er mal eine Geschichte erzählt. Ich versuche die mal zusammenzubringen, okay? In Gedichtform. Jetzt kommt der fromme Teil, also ein bisschen so ernster schauen jetzt ein bisschen. Ne? Achtung, ich weiß nicht, was soll es bedeuten? Ja, den Anfang kennt ihr, was jetzt kommt, ist jetzt von mir, also vom anderen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so voll Sehnsucht bin. Ein Traum aus uralten Zeiten, der will mir nicht aus dem Sinn. Es war ein goldener Traum voll Glanz von einem anderen Leben. Von innen glänzend ließ er mir die Seele schweben. Hier, so ahnte ich, liegt in der Tiefe ein Ziel verborgen und mir war, als ob's noch schliefe, nur im Traum eben entborgen, wie junges Licht am jungen Morgen. Es hat mich aufgeweckt, fast noch in der Nacht, hat in mein Leben neue Farbe gebracht. Ich wollte es suchen und finden, verkosten und spüren und ahnte, das Leben selbst sollte mich führen. Aber wo mit der Suche beginnen, wollte ich meinen Traum fassen, schien er mir zwischen den Fingern zu zerrinnen. Da dachte ich, du suchst draußen in der Welt und am besten mit allen Sinnen. Und ich sah sie, die glänzenden Lichter wie Sterne. Sie hießen Idol und Reklame und versprachen ganz nah und nicht ferne, liegt ein Ziel verborgen. Komm und lenke deinen Willen zu uns. Hier kannst du dein Verlangen stillen. Und ich ließ mich anziehen. Ich ließ mich anziehen von gieriger Kraft, vom Sog, den dieses Licht macht. Ich begann zu genießen. Ich begann zu genießen mit feurigen Sinnen. Doch allmählich merkte ich, mein Habenwollen verdeckte mein Innen. Aber des Genusses Momente schienen so voll Kraft und voll Lust. Doch weil ohne Dauer verlangten sie immer von neuem Genuss. Ich sah, die Gier will haben, ohne Grenzen. Aber mein Traum, der hatte doch satt gemacht, fast allein schon von seinem Glänzen. Und so schien es mir in solchen Zeiten, mein Traum könnte mir aus den Händen gleiten. Hin und her gerissen fühlte ich mich, in mir ging es drunter und drüber. Die Sinne versprachen den Griff nach den Sternen, doch der war stets bald vorüber und es zog mich immer wieder hinab auf den Boden massivster Erde. Und ich musste einsehen, die Realität ist härter als die große Gebärde. Sehen das alle? Das ist ein Wahnsinnstrick. Ja. Musste einsehen,
Die Realität ist härter als die große Gebärde. Und bitter musste ich begreifen, dass endloses Raffen den Menschen nicht zum Menschen macht, sondern eher zum Affen. Aber trotz aller Einsicht war da noch keine Erlösung. Immer noch die Gefahr, dass mein Traum zwischen all den Verlockungen eingesperrt war. Sicherlich gab es Zeiten, da gelang es mir auch auszubrechen, einen anderen Weg vorzubereiten. Doch nie von Dauer mochte das gelingen. Und so konnte oft der alte Trott immer wieder neu und oft noch fester in seinen Griff mich bringen. Wo war sie? Wo war die echte Freiheit jenseits jeglicher gespaltenen Zweiheit? Da traf ich plötzlich diesen Weisen, einen Mann voll Farbe und voll Leben, hörte ich die Welt ihn preisen. Ich ging hin und erzählte ihm von meinem Traum. Und er nahm mich mit auf Reisen ins Innere meiner Seele in immer weiteren Kreisen. Seltsame Dinge, sagte er zu mir, gib und du empfängst. Stirb und werde, in dir selbst liegt schon der Samen in der Erde, der deinem Traum zum Wachsen hilft und irgendwann auch deine eigene Sehnsucht stillt. Zuerst begannen mir diese komischen Worte nur im Kopf zu kreisen. Aber irgendwann endlich drangen sie dann auch durch meine Seele Schleusen. Und weiter sagte der Mann, mache dich klein, sinke zur Erde, denn nur im ganz Kleinen beginnt das Wunder des Werdens. Und dann sagte er noch, die Meister des Lebens unter den Menschen sind nicht die Großen, sondern die ganz Kleinen, die im Zauber und im Spiel ihr Leben nicht erst gewinnen zu müssen meinen. Sie sind schon mittendrin, lebendig, pulsierend und doch unersetzbar. Geh du hin und beschütz sie, denn Kinder und junge Menschen sind so verletzbar. Und indem du so der Menschen Kinder beschützt, wirst du sehen, wem das noch alles nützt. Du selber lernst plötzlich teilnehmen an ihrem Verstehen. Du selber lernst mit ihren, mit neuen Augen die Welt zu sehen. So nett aus. Geh hin, sagte er, lass dich von ihnen fangen, mitten im Spiel und lerne von ihnen, jeden Tag neu anzufangen, das wäre schon viel. Dies alles sagte mir dieser seltsame Weise und er lud mich ein, zu gehen mit ihm auf Entdeckungsreise. Und so bin ich seitdem mit ihm am Entdecken des Lebens und helfe ihm, es auch in anderen zu wecken. Und je länger ich das tue, desto mehr begreife ich, ergriffen, und dennoch gelassen beginne ich, das Gesicht meines eigenen Traums zu erfassen. Es ist das Gesicht der fleischgewordenen Liebe selber, die sich jedem Menschen geschenkt, die sich durch ihren Tod und ihre Auferstehung hindurch in deiner und meiner Seele gesenkt. Und diese Geschichte, meine Lieben, ist eine Geschichte von heute, für alle, die nicht stehen geblieben. Sie beginnt im Herzen von all denen, die noch wirklich fragen, die sich aufmachen und der Spur der Weisen zu folgen wagen. Und der Weise meiner Geschichte hieß Don Bosco. Und sein Geist lebt hoffentlich auch in vielen von uns in diesem Haus. Und er führt uns alle immer wieder aus unserer eigenen Herzensenge hinaus. Und er führt uns und zeigt uns, wie das geht, zu folgen dem Herrn. Und ihn in jedem Menschen, besonders aber den jungen Menschen zu ehren. Und dass dieser Geist Don Boscos in uns allen weiterlebe, dass dadurch viele,
Viele junge Menschen finden ihre Lebenswege. Dies alles und auch sonst nur das Beste wünsche ich euch allen zu diesem schönen Glaubensfeste. Dankeschön. Danke. Gute Geschichte von dem Professor, gell? Super Geschichte. Moment, okay. Ruhe. Okay. Vielen Dank, super Geschichte von dem Professor. Ich gebe Zugabe, okay? Also, pass auf. Ihr habt gesehen, wie es aussieht, wenn man drei Kugeln jongliert. So sieht es aus, wenn ich vier Kugeln jongliere. Und so sieht es aus, wenn ich acht Kugeln jongliere. Ja? Sagenhaft, gell? Achtung! Zum Höhepunkt im Leben eines jeden Jongleurs gehören natürlich nicht nur die acht, sondern auch die realen fünf. Ja? Das ist ein echter Durchbruch. Mir ist der letzte Woche gelungen. Ihr werdet die Ersten, die das heute live sehen. Fünf Kugeln auf einen Schlag. Locker aus dem Oberkörper. Vielleicht macht er mal ein bisschen einen Trommelwirbel oder so, weil... Jawohl. Achtung! Yes! Ja! Einer geht noch. Ja, einer geht noch. Der letzte, okay? Ich habe euch vorhin einen super Trick gezeigt, den da. Das ist mein schärfster. Das ist der allerschärfste, den ich habe. Ja? Kann ich auch so, ne? Profil, Pose für die Fotografen, super, gell? Na, ja. Pass auf, nein! Den zeige ich euch jetzt mit einem rohen Ei. Ja. Achtung. Ich habe jetzt also, ich werde jetzt das bis kurz unter das Dach und dann, okay. Ich komme aus der Oberpfalz, da heißt es Ohr ins Knack. Und wenn ich an unsere englischsprachigen Freunde hier denke, Egg in the Neck. Ha? Achtung. Okay. Jetzt. Ich trau mich doch nicht. Ha? Also einige haben geklatscht, gell? Das gibt es nur bei Kirche in Not, dass man für so einen Schmarrn Applaus kriegt. Nur, never, sonst. Achtung! Ihr wisst ja, ich bin ein Poet. Jetzt kommt das Ei Teil 2. Das war mein eigener Reim. Das wisst ihr schon, das mit dem Ding. Locker aus dem Oberkörper. Achtung. Jetzt. Der ist mal ausgekommen. Ja. Junge. Könnt ihr es wieder haben? Gott sei Dank. Ausgerechnet jetzt, wo er mal auskommt, habe ich das Plastikei erwischt. Gell? Ausgerechnet. Nein, ist noch nicht aus. Jetzt kommt the final countdown. Das Ei, Teil... Sagenhaft. Lauter Dichter im Raum hier. Achtung. Auf meiner letzten Europatournee wollten Sie das überall sehen.
Benedikt Beuern, Bichl, Kochel, Bad Heilbrunn, in der haben sie gesagt, bring mal das mit dem Ei. Ja? Achtung! Jetzt. Ja. Jetzt. Ja. Wenn es euch gefallen hat, habe ich noch einen kleinen Wunsch parat. Lasst der Fantasie viel Platz in eurer Glaubenswelt und dass ihr euren Kindern immer wieder von Don Bosco, dem Gaukler Gottes, erzählt. Dankeschön!